Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Ich war mal wieder so frei und habe meine Zuschauer gefragt, was für ein Video ich machen soll, weil ich wieder mal keine Idee hatte, beziehungsweise alle Ideen, die ich hatte, waren irgendwie nicht so geil. Und dann hat mir die liebe Saskia Zombie, @SaskiaZombie, bei Twitter geschrieben, ich soll ein Ask Jodie machen. Was ich dann getan habe, ihr konntet mir auf Twitter unter dem Hashtag Ask Jodie Fragen stellen. Den Hashtag muss ich leider wieder ändern, weil irgendwer den auch benutzt und es ist ein bisschen anstrengend, wenn man seine eigenen Kommentare durchlesen möchte und dann auf einmal ganz andere kommen. Mit dem neuen Hashtag könnt ihr mir dann auf Twitter, auf Instagram, auf was gibt's noch? Facebook, ich bin schon wieder voll. Auf YouTube natürlich ja auch in den Kommentaren könnt ihr mir dann Fragen stellen wie: Hi Jodie, was hast du gestern gegessen? Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes, so wie: Hi Jodie, mach mal einen Kopfstand oder irgendwie so, was euch halt gerade einfällt. Und die interessantesten Sachen werde ich dann immer wieder mal in so kleinen Videos wie diesen hier verpacken. Ja, ich denke, ihr kennt das alle so ein bisschen, ne? @Zockmaster schreibt: Jodie Galussi, Hashtag Ask Jodie. Hättest du erwartet, dass du auf YouTube so erfolgreich wirst? Also von richtigem Erfolg würde ich jetzt eigentlich noch gar nicht reden. Also ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt so krassen Erfolg habe oder so. Es läuft alles sehr gut, es läuft alles viel besser, als ich gedacht hätte. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell alles so gut funktioniert. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich so eine krasse Community bekomme, dass ich so viele Aufrufe bekomme auf jedes einzelne Video. Auch, dass ihr so stark agiert, also dass ihr so viele Kommentare schreibt, dass ihr auf Facebook, auf Instagram alle so aktiv seid, dass ihr mir Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet, vor allem nicht in, wie lange bin ich jetzt? 3 Monate, um das alles bis jetzt zu erreicht zu haben, das ist schon voll heftig. Träumerin schreibt: Jodie Galussi, wichtige Frage, magst du irgendetwas mehr als Oreo-Schokolade? Manche Menschen vielleicht. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass du Essen meinst. Und was ich mehr als Oreo-Schokolade mag, ist eigentlich alles, was nicht süß ist. Also ich mag gar nicht süß, ist gar nicht so das, was ich am liebsten mag. An Süßigkeiten mag ich so Jelly Beans und Skittles noch gleichwertig mit Oreo-Schokolade. Und natürlich Reese's Cupcakes. Reese's Cupcakes! Oh ja. Franzi Thumbs asked Jodie, kommst du auf die Gamescom? Ja, ich komme auf jeden Fall auf die Gamescom. Ich weiß noch nicht, an welchen Tagen. Ich hoffe, fingers crossed, dass ich an allen Tagen kommen werde. Ist aber gerade noch nicht so sicher. Aber ich komme auf jeden Fall, also Mittwoch, wenn ich Pressetickets bekomme, auf jeden Fall. Donnerstag, Freitag, Samstag, weiß ich noch nicht. Und dann Sonntag bin ich auf jeden Fall auch wieder da, denke ich. VannyBaby007 schreibt: Ask Jodie, wieso Iron Man und niemand anderes? Look at this! Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Und du kriegst. Saskia Zombie schon wieder fragt: Hast du einen Lieblings-YouTuber und wenn ja, wen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe keinen richtigen so Lieblings-YouTuber. Ich gucke gar nicht so viel. Wenn ich YouTube gucke, dann eher englische YouTuber und da gerade extrem viel Janoskians. Ich finde die einfach so witzig. Es macht einfach Spaß, denen zuzugucken. Ich weiß auch nicht, warum, aber eigentlich ist das ziemlich eklig, was die machen. An Deutschen würde ich sagen, ist es irgendwie Training Robin. Smarty-Keks, wie bist du darauf gekommen, einen Real-Life-YouTube-Kanal zu machen? Also ich habe ja angefangen mit Let's Plays und so. Und irgendwann habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich mehr machen. Ich möchte nicht nur zocken die ganze Zeit, sondern ich möchte halt auch sowas machen wie jetzt zum Beispiel oder rumfahren und das irgendwie euch zeigen. Und fand das aber nicht gut, das auf any art zu machen. Weil die Leute, die da sind, sind halt da, um Minecraft zu sehen, beziehungsweise um Let's Plays zu sehen, jeglicher Art. Und nicht unbedingt, um Real Life zu sehen. Und ich finde es immer komisch, wenn jemand einen Let's Play-Kanal hat und dann aber auch Real Life Sachen macht. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mehr einen eigenen Kanal, was auch nochmal so ein bisschen was anderes ist, weil auf any art ist der Dom sehr viel vertreten. Und dann habe ich nochmal so was Kleines, Eigenes für mich. Das fand ich irgendwie schön und ja, einfach weil ich Bock drauf habe. MC Suckets. Wie spricht man das aus? Success. Success. Wie lange sind deine Haare? Ungefähr 63 cm. Und MC Sackers fragt auch, was kannst du alles für Sprachen? Parlo italiano, ma solo un po'.
Ja, Deutsch. Ich kann ganz gut Deutsch sprechen. Das habe ich mir irgendwann mal so beigebracht. And I also speak English. And I would love to speak English all the time. Also in my videos. I would love to make English videos. But I guess no one would watch it. Because, you know, I guess you guys prefer German videos. And I also get that none of those English guys would watch videos from a girl with a German accent. So, I have to stay with my German. MC Suckers schreibt auch, wen hast du alles abonniert und wie viele? Kati Cake, gar nichts, Luna Daku und die englische, amerikanische Make-up by Mandy. Dann Let's Plays, Eniat natürlich. Broken Thumbs, Commander Krieger, Darkest World, Early Boy, die Game of League, German Let's Play, Herr Bergmann, Universal, Let's Tunnel, Pete's Meat und den Schan. Als Musik habe ich Vina, Bianca, eine gute Freundin von mir. G, Reality, Casper und Raider, von dem ich auch sehr viel Musik benutze. Und dann natürlich Unterhaltung. Dennis Not on Fire, ganz neu dazu gekommen. Janoskians, Janoskians, The Mansions, nochmal Janoskians, Tyler Oakley, Alice mit dem Sex, die Brudis, Kelly, Lyant, Sam, irgendwas, keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Sheesh, Tube, Tuttle und Trending Robin. Das ist alles? Das ist alles. Sophia Evans schreibt, was hältst du von Irish Dance? Ich habe mir Videos dazu angeguckt. Irish Dance ist der crazy shit. Irish Dance ist einfach der craziest shit, der craziest shit. Das ist the mother of crazy shits. Habt ihr das mal gesehen? Guckt das mal an, was die mit ihren Füßen machen. Das ist voll... Aspirer fragt, welche Spiele hast du tatsächlich durchgespielt? Als erste Frage. Zu viele, um das jetzt hier zu beantworten, glaube ich. Und zweite Frage, wer wäre der Boss, wenn ihr die Gamer Klinik, BTTV und Revi eine WG machen? Ich? Nee, ich glaube, in dieser Mischung wären wir alle Personen, die sehr herausstechen. Ehrlich, also ich glaube, keiner wäre da der Boss oder sonst irgendwas. Ich glaube, das wäre alles voll gleichberechtigt in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, jeder wäre da so der Boss irgendwie. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz furchtbar. Frau Tombi, wir wissen, wer mein Lieblingsmusiker ist. Love Boy, I really like your sound. Darkies World, Darkies Marky fragt, welche Farbe hat dein Dreieck? Lieber Darkie, ich habe das getan, wo du anscheinend nicht so in der Lage warst, und so habe ich gegoogelt. Die Erklärung zum Dreieck. Gelb zeigt sich kämpferisch und aggressiv, besitzt einen schwerelosen Charakter und steht bei Itten für den Geist und das Denken. Diesem Charakter entspricht das Dreieck. Ich hoffe, du bist jetzt schlauer. Frederik Heder fragt, wen von den großen YouTubern kennst du, beziehungsweise zu wem hast du regelmäßig Kontakt außer Pete's Meat? Keine. Nee, ich weiß nicht. Also Malte von Broken Thumbs, die Gamer Klinik, ich finde, die gehören jetzt auch schon ein bisschen zu den größeren. Aber zu den richtig großen, wie ihr sie so schön nennt, so ungespielt oder so, mit denen habe ich allen ein bisschen mal gequatscht auf dem Webvideopreis. Aber Kontakt habe ich zu keinem von denen. Sophia Evans, die mit dem Crazy Shit Irish Dance, fragt nochmal in einer Frage, hast du schon mal eine Fanfiction über dich gelesen? Wenn ja, war sie schön verstörend. Lach, lach, lach. Ich habe noch nie eine Fanfiction über mich gelesen. Es gibt keine Fanfictions über mich. Ich würde gerne mal eine Fanfiction über mich lesen. Ich habe gelesen, heute, dass es eine bald über AnyArt geben wird. Da bin ich extrem gespannt drauf. Ich finde es hammerwitzig. Ich lese mir voll gerne Fanfictions durch. Meine Kamera blinkt gerade und sagt, sie hat noch genau 0 Minuten Speicher auf ihrer Kamera-Dingens bis Womens. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Schluss für heute. Ich habe einige Fragen beantwortet, ein paar konnte ich leider nicht beantworten. Seid nicht traurig deswegen. Ihr könnt auf jeden Fall beim nächsten Mal dran. Denkt dran, Hashtag HiJody könnt ihr immer und immer und immer Fragen stellen oder irgendwas sagen, was ich machen soll oder so. Und keine Ahnung, vielleicht schafft ihr es ja nächstes Mal ins Video. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und freue mich darauf, noch mehr Fragen von euch gestellt zu bekommen, weil irgendwie machen mir diese Videos total Spaß. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss!